Auf Einladung der Bezirkshauptmannschaft Mödling treffen einander in regelmäßigen Abständen die Bürgermeister des Bezirks zu einem intensiven Wissens- und Erfahrungsaustausch. Diesmal kamen sie nach Brunn am Gebirge, ins neue Veranstaltungszentrum Bruno. Herr Bürgermeister, heute hier in Ihrer Heimatgemeinde eine Bürgermeisterkonferenz des Bezirkes. Worum geht's hier? Ja, die Bürgermeisterkonferenzen haben aus meiner Sicht zwei Zielrichtungen. Die eine ist, dass man Wissenswertes erfährt. Es gibt immer interessante Vorträge zu den verschiedensten Themen. Das zweite, und das ist, glaube ich, genauso wichtig, ist sogenanntes Networking. Man kennt sich zwar, aber so oft sehen sich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister vom Bezirk nicht. Und daher ist so ein Treffen gleichzeitig auch ein Netzwerktreffen, wie man heute so schön sagt. Wir haben ja viele, viele gemeinsame Themen, die wir abhandeln müssen, und da ist natürlich so ein Treffen immer sehr, sehr wichtig. Und man erfährt auch Neues von der Bezirkshauptmannschaft. So ist es natürlich, wenn der Herr Bezirkshauptmann anfragt und uns einlädt, dann hat man natürlich zu kommen, also ganz ungezwungen ist es nicht. Aber wir kommen gerne, wie gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass sich die Bürgermeister austauschen und dass wir gemeinsam an einem Strang zum Wohle dieses Bezirks ziehen. Wir haben viele verschiedene interessante Beiträge, zum Teil von der Landesregierung, zum Teil von karitativen Organisationen. Was haben wir heute zum Beispiel auf der Tagesordnung? Wir haben Vorstellung von Palliativmedizin, also die Sterbebegleitung. Die Sterbebegleitung in Würde wäre ein Thema. Wir haben so technische Fragen wie die optimierte Koordination von Grabungsarbeiten. Da gibt es jetzt ein neues System, ein Computersystem, so ein GIS-System, das eben die Grabungsarbeiten auf viele Jahre von allen Beteiligten, von der EVN über die Gemeinden selber bis hin zum Straßendienst geplant und abgestimmt werden können. Fragen der sozialen Verwaltung, Fragen der Sicherheit, alles Mögliche ist eben Thema solcher Bürgermeisterkonferenzen, und das halte ich für sehr wichtig. Die Einladung geht ja vom Bezirkshauptmann aus, von der Bezirkshauptmannschaft, findet immer in anderen Gemeinden statt, und wir sind sehr froh, dass die erste Bürgermeisterkonferenz in dieser Gemeinderatsperiode hier in Brunn, in unserem neuen Bruno, stattfindet. Heute gibt es auch die Gelegenheit, das neue Veranstaltungszentrum in Brunn zu sehen. Sehenswert? Sehenswert. Ich habe auch schon eine Veranstaltung hier besucht, und ein Kompliment an die Gemeinde Brunn am Gebirge, die hier wirklich im Herzen von Brunn einen tollen Platz geschaffen hat, einen Ort der Begegnung.